Folge 1: Sonnenflecken auf der Spur. Dies ist die Sonne. Und dies ist ein Sonnenfleck. Sonnenflecke sind dunkle Strukturen auf der Oberfläche unseres Sterns, erzeugt von starken Magnetfeldern, die aus dem Inneren der Sonne hervordringen. Erstmals wurden sie im 17. Jahrhundert in Europa entdeckt. Sonnenfleck! Galileo war von diesen rätselhaften Strukturen geradezu besessen. Einen ganzen Sommer lang beobachtete und zeichnete er sie. Er verfolgte, wie sich die Sonnenflecken über die Sonnenscheibe bewegen und dabei verändern. Er hatte die Rotation der Sonne entdeckt. Galileo erkannte, dass Sonnenflecke ein Teil der Sonne sind. Allerdings konnte er ihre Eigenschaften nicht genau untersuchen, weil er sie nur als verschwommene Kleckse vor einem hellen Hintergrund sehen konnte. Sein Teleskop war zu klein, um die Sonnenflecke aufzulösen. Galileo träumte davon, die Feinstruktur der Sonnenflecke erkennen zu können, um sie besser zu verstehen. Dafür hätte er ein viel größeres Teleskop und hochentwickelte Instrumente gebraucht. Leider war an ein solches Teleskop im 17. Jahrhundert nicht zu denken. 1868 wurde George Ellery Hale in Chicago geboren. Er war ein Astronom, der unser Verständnis von Sonnenflecken revolutionieren sollte. Hale entwarf und baute mehrere große Teleskope in den Vereinigten Staaten. Einer seiner größten wissenschaftlichen Erfolge bestand darin, mit Hilfe von Instrumenten Spektrallinien im Licht der Sonnenoberfläche zu beobachten. Im 17. Jahrhundert zeigte der britische Physiker Isaac Newton, dass weißes Licht beim Passieren eines Prismas in die verschiedenen Farben des Regenbogens aufgespalten wird. Wenn wir anstatt eines Prismas eine Vorrichtung mit höherer Auflösung nutzen, sehen wir schwarze Linien inmitten der Farben. Dies sind Spektrallinien. Wenn wir die Spektrallinien im Licht von Himmelskörpern untersuchen, können wir viel über diese Körper herausfinden. Ihre chemische Zusammensetzung, ihre Temperaturen, ihre Geschwindigkeiten, sogar ihre Magnetfelder. Wenn ein Gas einem Magnetfeld ausgesetzt ist, spalten sich die Spektrallinien im von ihm ausgesendeten Licht in zwei oder mehrere Teillinien auf. All dies war zu Zeiten Hales bereits bekannt. Sein großer Erfolg lag darin, dass er größere und immer größere Spektrographen entwarf. Mit ihrer Hilfe untersuchte er die Spektrallinien im Licht der Sonnenoberfläche. Hale beobachtete doppelte Spektrallinien im Licht von Sonnenflecken, sowie die, die im Labor durch starke Magnetfelder entstehen. 1908 entdeckte er, dass sich Sonnenflecke durch starke Magnetfelder auszeichnen. Dennoch konnte er nicht viel mehr über die Magnetfelder in den Sonnenflecken herausfinden. Der Apparat, den er benutzte, erlaubte es ihm lediglich, das Aufspalten der Linien in den größeren Sonnenflecken mit ihren sehr starken Magnetfeldern zu beobachten. Um Sonnenflecke zu verstehen, brauchen wir große Teleskope und größere Spektrographen, die mehrere Spektrallinien gleichzeitig aufzeichnen können. Leider war ein solches Teleskop Anfang des 20. Jahrhunderts undenkbar. Dank des Europäischen Sonnenteleskops werden wir herausfinden können, wie Magnetfelder die Form der Sonnenflecke und andere Strukturen in der Sonnenatmosphäre beeinflussen. So werden die Wünsche von Galileo, Hale und vielen anderen endlich erfüllt.